Da hat sie mir nur leider die rechte LED-Seite, die ich selber gemacht habe, abgebissen, weil in dem Bereich gar keine Beleuchtung ist. Und hier, wo ihr seht, die Treppen und so, hat sie mir abgebissen. Leider. Muss ich neu machen bis Weihnachten. Ich habe noch ein Haus, aber es steht jetzt hinten. Bisschen weihnachtlich schon mal eingerichtet. Weihnachtlich eingerichtet, Entschuldigung. Jetzt noch die Controller die Tage modifizieren, dass alle Tasten und Joysticks leuchten. Wenn ihr dazu was Genaueres wissen wollt, dann ja, schreibt es einfach unten in die Kommentare und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und ja, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Es kommen noch einige Videos dazu. Zu der ganzen Beleuchtung, was weihnachtliche Dinge angeht und zu der PlayStation 5 Controller Beleuchtung. Ja, das sollte erstmal an dieser Stelle gewesen sein. Genießt nochmal kurz den Anblick an die, denen es gefällt. Das wird auch noch anders gemacht. Wir hinten ist noch ein Kühler dran in Blau. Dass der auch schön kühlt. Euch einfach mal zeigen. Kleines Update. Muss die Kabel noch ein bisschen besser machen, aber sieht doch gut aus, oder? Ja, dann bis denne. Tschüss.